Der Matthias arbeitet seit 17 Jahren mit GNU Linux, habe ich gesehen. Er ist Präsident der Free Software Foundation und wird uns jetzt den ersten Vortrag halten. Den Titel Freie Software, Missverständnisse gekonnt aufklären. Viel Vergnügen. Ja, guten Morgen erstmal. Freut mich, dass ihr alle da seid zu solch früher Stunde. Ich hoffe, der Koffeinlevel ist schon so, dass ihr das alles gut mitnehmen könnt. Seit ich freie Software selber nutze, war ich auch immer schon sehr, dass ich anderen Leuten das erklärt habe. Und seit ich dann 2004 für die FSFE angefangen habe, war das so der Großteil meiner Zeit, dass ich das damit verbracht habe, eben freie Software zu erklären. Und man trifft immer wieder Leute, die bestimmte Aspekte noch nicht so verstanden haben oder irgendwelche Missverständnisse, die verhindern, dass sie eigentlich freie Software besser verstehen und mehr die Potenziale da auch nutzen können. Und das Ziel von meinem Vortrag hier ist, dass ihr einmal so ein besseres Verständnis bekommt für freie Software, gerade die Beginner hier. Und für die anderen primär auch, dass ihr vielleicht was mitnehmen könnt, um in Zukunft das besser anderen Leuten erklären zu können und das schneller auflösen zu können, dass das Missverständnisse sind und denen dabei helfen, freie Software besser zu verstehen. Fangen wir an. Eins von den häufigsten Missverständnissen, über das man stolpert, ist, dass freie Software kostenlos ist. Und ist ja auch erstmal so, dass das oft der Fall ist. Also man kann sich viele Distributionen irgendwo runterladen, man kann sich viele Pakete irgendwo runterladen auf allen möglichen Hosting-Seiten und oft muss man dafür auch nichts bezahlen. Aber es ist halt nicht immer so und man darf freie Software verkaufen und dafür Geld verlangen. Freie Software ist dadurch definiert, dass sie einem vier Freiheiten gibt. Und zwar, dass man die Freiheit hat, die Software für jeden Zweck zu verwenden. Jeder Mensch darf die Software für jeden Zweck verwenden. Dass man die Software verstehen können darf, also dass man den Quellcode der Software bekommt und reinschauen kann, was sie denn macht. Und dass man die weiter verbreiten kann, die Software. Also wenn man selbst ein Problem für sich gelöst hat, dann kann man das anderen Menschen die Software weitergeben, damit die auch das Problem für sich lösen können. Und man darf die Software verbessern oder auch einfach verändern. Also man kann die auch schlechter machen. Das ist auch erlaubt, um einem die Möglichkeit zu geben, dass man die Software so benutzen kann, wie das für einen selbst gut ist und dass man nicht selbst sich ändern muss, um das so zu machen, wie die Software einem das vorgibt. Und das sind die vier Freiheiten freier Software. Da heißt das freie Software. Das steht in der freien Software-Definition. Es gibt daneben auch ein paar andere Definitionen, die so mit freier Software verbandelt sind. Das ist die Open Source Definition. Dort ist das in 8 Punkten, aber ist eigentlich 8 Punkte, kann man sich nicht mal so schlecht merken. In der Essenz ist es genauso auch die 4 Punkte, dass die Software einem erlauben muss, sie für jeden Zweck zu verwenden, die Funktionsweise zu verstehen, sie weiter zu verbreiten und sie verbessern zu können. Und das ist jetzt so das Prinzip, also so ist es. Hier mein kleines Beispiel, was ich so in den ersten Jahren meiner freien Softwarenutzung so angesammelt hatte. Und für jede von den CDs habe ich gezahlt, oder fast für jede von denen hatte ich was gezahlt. Und daneben gab es noch Riesenpakete mit irgendwelchen ISO-Images, die ich mir damals irgendwo bestellt hatte, weil damals halt meine Internetleitung auf jeden Fall noch nicht so schnell war, dass ich mir das alles runterladen hätte können. Da kann man für bezahlen, also das heißt, die Aussage, freie Software ist kostenlos, nicht richtig. Man kann dafür bezahlen, man muss nicht immer bezahlen, manchmal kann man auch freiwillig bezahlen. Das ist auch was ich jedem von euch empfehlen würde, dass man den Menschen, die einem Software schreiben und einem diese Freiheiten geben, dass man schaut, dass man den Leuten mindestens genauso viel gibt, wie die Software schreiben, die euch die ganzen Freiheiten wegnimmt und die euch eher einschränken. Und dass wir eben die Menschen unterstützen, die das machen. Daneben kommen wir nachher auch noch auf ein paar Unternehmen, die auch freie Software verkaufen und Dienstleistungen darum anbieten. Aber auch alleine für eine Kopie einer freien Software kann man Geld verlangen. Und ich kann jede von den CDs heute nehmen, kann die einem von euch geben und ihr könnt mir Geld dafür geben. Und das ist alles legal und okay so. Ein weiteres Missverständnis, ich hatte das vor ein paar Jahren drin, als ich mal so einen ähnlichen Vortrag gemacht hatte. Dann hatte ich es eigentlich rausgenommen. Vor 4 Wochen hatte ich wieder einen Zeitungsartikel gelesen, in dem das drin war. Deswegen habe ich es jetzt wieder reingenommen. Linus Torvalds hat freie Software erfunden. Es ist immer wieder Linus Torvalds, der Erfinder freier Software, ist immer wieder in Artikeln drin. Das ist jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht ganz so wichtig, das Missverständnis. Aber ich erkläre gleich, warum das doch so ein bisschen relevant ist für das Verständnis. Und zwar, viel Software früher war frei. Wenn man einen Computer bekommen hat, da war die Software mit dabei, da konnte man auch die für jeden Zweck verwenden, da hat man keinerlei Restriktionen gehabt, da hat man immer den Quellcode gehabt, konnte den abändern, konnte Änderungen wieder darauf installieren, konnte das an andere weitergeben. Das war damals möglich. Also in den 70er Jahren konnte man das oft machen. Dann nach und nach hat es sich geändert
Und es gab immer mehr proprietäre Softwarelizenzen, in denen das dann verboten worden ist, bestimmte Dinge zu tun und das eingeschränkt worden ist. Das hat dann dazu geführt, dass 1983 der Richard Stallman damals in Boston an dem MIT sich darüber geärgert hat und gesagt, das ist nicht richtig, dass wir so stark beeinträchtigt werden, indem wir Computer bedienen können. Und es muss möglich sein, dass wir selbstbestimmt Computer bedienen können. Und deswegen hat er damals gesagt, ich schreibe ein komplett freies Betriebssystem, bei dem alle Komponenten diese vier Freiheiten, das Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern einem erlauben. Er hat das Ganze GNU genannt. GNU für GNU is not Unix. Das ist ein rekursives Akronym. Das finden manche Programmierer lustig. Und hat das dann damals gestartet. Und losgelegt, ein Teil nach dem anderen, das war ein Unix-artiges Betriebssystem, also einzelne Komponenten nach und nach zu ersetzen durch freie Komponenten. Und zwei Jahre später hat er die Free Software Foundation gegründet in den USA, das ist unsere Schwesterorganisation, um einen rechtlichen Rahmen zu haben, um Geld anzunehmen, um freie Softwareprogrammierer zu bezahlen, um Kopien von diesen freien Software weiter zu verbreiten und um die Lizenzen auch da zu managen für das GNU-Projekt. 1991 war das dann, dass ein Student in Finnland den Linux-Kernel geschrieben hat. Das war so, dass bis dahin ist schon sehr viel fertig gewesen von dem freien Betriebssystem. Aber was immer noch gefehlt hat, war der Kernel, so der innerste Kern des Betriebssystems, der letztlich so mit der Hardware kommuniziert. Das hat noch gefehlt. Da hat man erst eine andere Sache ausprobiert und das ist nicht so richtig vorangegangen. Das hat gefehlt. Er hat das dann veröffentlicht und Ende 1991, Anfang 1992 haben ihn Leute überzeugt bekommen, dass er das auch unter eine freie Lizenz stellt, die GNU GPL. Am Anfang hat er noch eine eigene Lizenz geschrieben, was man nie machen sollte, nie eine eigene freie Software-Lizenz schreiben. Er hat das gemacht und da hat er noch die kommerzielle Nutzung ausgeschlossen. Ein paar Monate später, schon Anfang 1992, hat er sein nächstes Release des Linux-Kernels unter die GNU GPL gesetzt. Und ab da war das möglich, dass man auf seinem Computer ein Betriebssystem installieren konnte, bei dem alle Komponenten fast freie Software waren. Ja, das ist so die Historie. Das sieht man auch so ein bisschen, wie er das damals angekündigt hat, Linus Torvalds. Er hat damals gemeint, ja, ich schreibe hier so ein freies Betriebssystem. Das ist eigentlich nur so mein Hobby, das ist nicht so professionell wie jetzt GNU. Und es ist halt nur für diese Architekturen. Warum das oft für das Verständnis gut ist für die Menschen, ist, dass Linus Torvalds hatte andere Motive, Linux-Kernel zu schreiben. Der hat ja auch ein Buch geschrieben, Just for Fun. Also denen ging es mehr um den Spaß dabei, um die Technik und jetzt weniger wie Richard Stallman, als er das gegründet hat, die freie Softwarebewegung angefangen hat, um die sozialen Aspekte und darum, dass wir selbstbestimmt Computer nutzen können. Und deswegen ist das oft so ein Missverständnis, was einen daran hindert, zu gucken, okay, Linus Torvalds, was schreibt der denn? Dann findet man eher solche Sachen, die halt so um Technik und um Spaß gehen. Und wenn man schaut nach dem GNU-Projekt oder Richard Stallman, dann findet man halt sehr viel mehr philosophische Texte, politische Texte, die das von einer anderen Perspektive aus erklären. Das ist auch sowas, was immer wieder kommt. Ja, freie Software, das wird ja nur von solchen Leuten benutzt, die einem das WLAN kaputt machen. Lange Haare, Bärte, so ein bisschen so ganz komische, nerdige Leute, so wie die Leute, die Microsoft gestartet haben. Ja, das ist immer wieder das Vorurteil, was da noch besteht. Nehmen wir mal an, das stimmt. Das hier ist Wikipedia, ne? Und dort wird einem Computerfreak, neben dem, dass er so ein bisschen zurückgezogen und so eigenbrötlerisch ist, zugesprochen, dass er eine überdurchschnittliche Kenntnis mit Computern hat und eine hohe Intelligenz. Also erstmal würde ich sagen, jemand mit hoher Intelligenz und der sich sehr gut mit Computern auskennt, der nutzt freie Software oder die nutzt freie Software, das ist erstmal eine Auszeichnung, ne? Also warum sollten die was nutzen, was nicht so gut ist? Also erstmal das so, ja, das kann nur von denen benutzt werden, erstmal ein Argument, was da nicht ganz so greift, aber es ist nicht richtig, weil heutzutage freie Software von allen eigentlich genutzt wird. Man kommt gar nicht drum rum. Also in weiterem Sinne ist das auch, man geht ins Internet, man nutzt freie Software. Die Webserver laufen mit freier Software. Wenn man E-Mails schickt, wird das mit freier Software verschickt. Wenn man auf Facebook geht, dann laufen die Server darunter mit freier Software. Die ganze Infrastruktur heute von unserem Internet läuft mit freier Software. Und dadurch ist es so, in weiterem Sinne nutzt jeder dann freie Software. Da kommt man gar nicht mehr drum rum. Aber man kann das auch nochmal einen Schritt weitergehen, auch auf dem Gerät, bei dem wir selbst Eigentümerin sind. Und wenn wir da mal schauen, wie viele Geräte da eigentlich draußen sind, was die Leute gar nicht als Computer wahrnehmen, dann ist das eine Menge. Jeden Tag werden
1.300.000 neue Android-Geräte aktiviert. Da ist ein Großteil der Software da drauf, ist freie Software. Jeden Tag werden 700.000 Fernseher verkauft, auf denen ein Linux-Kernel drauf ist und andere freie Software. Jetzt mal angenommen, dass da eine leichte Überschneidung ist, dann hätten wir trotzdem pro Tag 1.300.000 neue Computerfreaks. Also das glaube ich, dass das mit der Definition nicht ganz zusammenpasst. Sonst hätten wir einen exponentiellen Wachstum fast hier von intelligenten Menschen, die sich super toll mit Computern auskennen. Also von daher, heutzutage, freie Software wird von jedem genutzt. Und oft nimmt man das gar nicht wahr, dass man gerade einen Computer benutzt, wenn man freie Software nutzt. Das ganze Internet der Dinge, überall ist freie Software drin. Genau, das ist einer von den Punkten, die auch sehr, sehr häufig sind. Dass freie Software, Open Source Software, Libre Software, FOSS, FLOSS, dass das eine unterschiedliche Software ist. Da gibt es teilweise die Ansicht, dass zum Beispiel freie Software ist eben das mit dem kostenlos oder es ist freie Software ist nur Copyleft-Lizenzen oder nur Software unter der GPL. Open Source ist Software, die jetzt nicht Copyleft ist. Also da gibt es ganz komische Ideen noch so mit, die sich da festsetzen, die auch immer wieder propagiert werden, dass das Unterschiede sind. Ja, das wollte ich hier einmal noch kurz klarstellen, wie das aus meiner Sicht ist. Also erstmal, wenn man nochmal die Geschichte anschaut, der Begriff freie Software ist 1983 so mitgeprägt worden mit einer Definition, mit der freien Software-Definition. Also mit den vier Freiheiten, verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern. Dann so 92 kam das in Europa mit auf, dass man auch Libre-Software mit benutzt hat. Das kam damals im EU-Kontext, weil das in anderen Ländern durch Software Libre, Libre-Software sehr viel stärker mit Freiheit assoziiert wird und man dort das Problem bei Free Software im englischen Bereich rausnimmt, dass das nur mit den Kosten assoziiert wird. Dann 1998 wurde der Begriff Open Source geprägt. Die Kurzversion, warum das zustande kam, ist, man wollte freie Software kommerziell besser nutzen und das weiter verbreiten. Und man hat gedacht, dass man jetzt so im Silicon Valley, wenn man das ganze Venture-Kapital einsammeln will und den Leuten mit freier Software kommt, dass das denen zu politisch ist und dass man da nicht genügend Geld bekommt, um das so voranzubringen, wie man das gerne hätte. Und deswegen ist das damals als Marketingbegriff von freier Software mit geprägt worden. Das stand auch lange Zeit im FAQ drin. Open Source ist der Marketingbegriff für freie Software. Man hat eben den Fokus auf eine andere Sache gelegt, also eher auf den Quellcode, offener Quellcode und das mit der Freiheit so ein bisschen rausgenommen. Später gab es dann zwischen den Leuten, die den Begriff Open Source genutzt haben und den Leuten, die freie Software gesagt haben, einige Streitereien und Differenzen, was dann dazu geführt hat, dass manche Leute gesagt haben, da will ich mich nicht einmischen, ich will da nicht eine bestimmte Seite mit einnehmen und haben deswegen dann von Free Open Source Software gesprochen oder dann noch mal ein bisschen später dann auch über Free Libre Open Source Software. Das Problem, was ich dabei festgestellt habe bei vielen Leuten, ist, dass sie dann meinen, dass etwas freie Software sein kann, aber das ist kein Open Source oder es ist Open Source, aber keine freie Software und dass man das kombinieren muss, um bestimmte Aussagen zu machen. Deswegen wird das dann dort oft so verwendet. Ich habe so als ein Beispiel, warum also die letzten zwei für mich jetzt keinen so Sinn machen. Nehmen wir hier mal das hier. Was ist das? Auto? Mini? Könnte auch jemand ein Kraftfahrzeug nennen. Es kommt ein bisschen darauf an, was man ausdrücken will. Ne? Man könnte sagen, das ist ein Mini, dann ist es eher die Marke. Man könnte sagen, das ist ein BMW, um zu zeigen, Mini gehört BMW. Man könnte sagen, das ist einfach Auto, relativ neutral. Kraftfahrzeug ist ein bisschen altbacken, aber zeigt so, ja, Kraft. Man könnte sagen, das ist ein Computer auf vier Rädern. Man könnte sagen, ist eine Dreckschleuder, wenn man eher was Negatives hat. Also es gibt verschiedene Begriffe für die gleiche Sache. Und genauso ist es bei den anderen Begriffen auch. Das ist letztlich, ob man freie Software, Libre Software oder Open Source Software, man legt dadurch einen anderen Schwerpunkt, was man ausdrücken will. Es ist aber letztlich, sind das genau die gleichen Lizenzen.
Das ist einmal bei freier Software, da gibt es die Free Software Definition, die FSF schaut sich an und schaut, ob Software jetzt als freie Software diese Kriterien erfüllt oder nicht. Und es gibt für Open Source, da gibt es die Open Source Initiative, die haben eine Liste von Lizenzen, die sie anerkennen als freie Software oder als bei ihnen dann als Open Source Software. Und diese Liste ist eigentlich deckungsgleich, da gab es mal zwei, drei Mal oder eine Handvoll Lizenzen, wo man sich nicht ganz so einig war am Anfang. Das sind Sachen, die für die ganzen Beginner und 99% der Leute auf der Welt total irrelevant sind. Deswegen, das ist genau das Gleiche. Und es kommt dann eben darauf an, was will man ausdrücken. Will man eher die Freiheitsaspekte hervorheben, dann sagt man freie Software, oder in manchen Ländern ist es nochmal stärker durch Libre Software, Software Libre, Logical Libre, oder im Englischen ist man auch oft übergegangen, dass man Software Freedom anstatt Free Software sagt, um das stärker hervorzuheben, oder eben dann halt Open Source Software, um eher so die Verfügbarkeit des Quellcodes und Offenheit hervorzuheben. Und ja, das ist sowas, das bringt oft Leute durcheinander, wenn die unterschiedliche Begriffe hören. Die meinen dann, das sind unterschiedliche Dinge. Das führt meistens zu extrem viel Verwirrung. Deswegen, es sind Synonyme, die unterschiedliche Dinge hervorheben. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Ich denke mir so, das ist vielleicht einer von den Punkten, bei denen die meisten hier so sagen, warum ist das jetzt ein Missverständnis? Okay, wenn ich freie Software entwickle, dann kann ich einfach meinen Computer nehmen, kann mich hinsetzen und kann freie Software schreiben, kann dort eine Lizenz oben drauf machen, GNU GPL V3 und das war's dann. Und ich habe freie Software geschrieben. Und niemand hat die Software je gesehen, niemand durfte je bei der Software mitmachen, aber es ist unter einer freien Software-Lizenz. Jetzt kann ich weitergehen, kann sagen, ich nehme die Software und packe die irgendwo auf eine Webseite, werfe die einfach dorthin, sage so, könnt ihr auch nutzen unter der Lizenz. Dann finden das andere, die können dann das vielleicht auch nutzen. Vielleicht gibt es mal jemanden, der ein, zwei kleine Änderungen macht, aber ich sage so, ich will mit euch nichts zu tun haben, das ist abgeschlossen, ich habe keine Zeit, da ist das trotzdem noch freie Software. Ich kann genauso, wenn jetzt Leute sagen, da ist ein Fehler in der Software, ich habe das behoben, schicke ich dir, dann kann ich sagen, das nehme ich an, baue ich ein, aber nur für mich ist es immer noch freie Software. Ich kann das wieder auf meine Webseite machen, das ist auch freie Software, andere Leute können die Änderungen wieder nehmen. Ist die ganze Zeit freie Software. Es kann auch sein, dass danach auf einmal noch vier Leute kommen und sagen, wir wollen mitmachen. Und wir programmieren zu fünft dann die freie Software. Und dann ist es auch noch freie Software. Und wenn ich das Ganze in einem Repository habe, also nicht nur einfach den Quellcode irgendwann veröffentliche oder den Leuten, die nachfragen, die den Quellcode schicken, sondern ein öffentliches Repository habe, bei dem ich allen Leuten erlaube, mitzumachen, ist es auch freie Software. Und wenn das dann nicht mehr fünf Leute sind, sondern ein paar hundert sind, ist auch freie Software. Aber genauso ist es halt freie Software, wenn ich ganz alleine für mich freie Software schreibe und das niemand anders weitergebe. Deswegen ist es unserer Ansicht nach hilfreich, dass man bei Software verschiedene Dimensionen unterscheidet. Es gibt einmal ein Geschäftsmodell, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man Geld verdient. Die einzige Möglichkeit, die man bei freier Software nicht hat, ist, dass man Lizenzgebühren verlangt. Ansonsten kann man mit Schulungen Geld verdienen, mit Weiterentwicklung Geld verdienen, mit Service Level Agreements Geld verdienen, mit dem Schreiben von neuen Features Geld verdienen und so weiter. Durch das Anbieten von Services, das ist alles Möglichkeiten bei Geschäftsmodellen. Es gibt das Entwicklungsmodell, das reicht eben von, ich schreibe für mich alleine und lasse niemand mitmachen, zu, ich will mit ganz vielen Leuten zusammen entwickeln. Ja genau, das sind so die Möglichkeiten, die man da eben hat. Das ist ein großes Spektrum. Und dann gibt es eben noch das Softwaremodell, bei dem man, was für Rechte hat man daran? Also das eben, bei freier Software hat man alle vier Freiheiten, hat die Möglichkeit, dass man dies schon in dem rechtlichen Text festgelegt hat, dass man da mitmachen darf, dass man Änderungen machen darf, dass man das für jeden Zweck benutzen darf. Bei proprietärer Software werden halt nach und nach Einschränkungen vorgenommen. Das kann sein, dass da einfach drinsteht, dass man das für eine bestimmte Sache nicht benutzen darf. Es kann sein, dass zum Beispiel der Quellcode nicht da ist. Es kann sein, dass zum Beispiel nur die Weitergabe nicht erlaubt ist oder andere Freiheiten einfach eingeschränkt sind. Und das ist das Softwaremodell. Das ist natürlich so, dass die jetzt nicht komplett voneinander unabhängig sind. Also wenn ich unter einer freien Softwarelizenz meine Software verbreite, dann ist das natürlich dadurch einfacher, mit sehr vielen Leuten daran zu arbeiten, wie wenn ich das unter einer proprietären Lizenz habe. Das ist sehr viel schwieriger oft. Wobei es teilweise auch, wenn 100 Leute sagen, ja, wir wollen, dass die kommerzielle Nutzung verboten wird, dann ist es zack, ist die Software unfreie Software, weil die Nutzung eingeschränkt wird, aber es wird trotzdem noch offen gemeinsam entwickelt. Deswegen ist es da gut, diese drei Dimensionen zu unterscheiden
Und um das nochmal mit Fakten zu unterlegen, vor ein paar Jahren hat ja jemand mal eine Studie gemacht auf Slashdot. Was denkt ihr denn, was die durchschnittliche, oder nee, eben, warte, Median, also was durchschnittliche Anzahl von Entwicklern bei einem Projekt auf SourceForge? Ein Entwickler? Genau, ein Entwickler oder eine Entwicklerin. Das ist der Durchschnitt. Also von daher, es ist meistens eben nicht so, dass das von ganz vielen Leuten auf der ganzen Welt zusammen entwickelt wird, sondern es sind oft freie Softwareprojekte, eine Person, was ja auch durch die ganze Menge von freien Softwareprojekten auch kein Wunder ist. Die dann nachher kommerziell eingesetzt wird und im Betrieb eingesetzt wird, das ist dann eben die Software, an der mehr Leute mitentwickeln. Ja, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Das ist immer was, mit freier Software kann man kein Geld verdienen, weil die wird ja kostenlos rausgestellt. Das war der erste Missverständnis, das funktioniert nicht. Kommen auch immer wieder Leute, die sagen so, ich habe jetzt hier das mit freier Software geschrieben und ich verdiene einfach kein Geld. Ist natürlich erstmal so, dass Geld verdienen mit Software nie einfach ist. Also es ist nicht einfach, man schreibt irgendeine Software und dann prasseln die Millionen auf einen. Das funktioniert nicht. Geld verdienen ist immer schwer, man muss ein Geschäftsmodell entwickeln, man muss Kunden finden, die das Geschäftsmodell auch, für die man ein Problem löst, die müssen bereit sein, dafür zu bezahlen. Das ist alles, was, das hat nichts mit Softwareentwicklung zu tun, sondern mit Geld verdienen, Marketing, mit Geschäftsplänen und so weiter. Das ist nicht einfach und das muss man lernen und manche haben dann besseres Händchen, manche ein bisschen schlechteres Händchen, aber das hat jetzt erstmal nichts mit der Lizenz zu tun von der Software. Das ist mit, wenn man eine proprietäre Software-Lizenz wählt für seine Software, dann heißt das nicht, dass, weil ich jetzt mit freier Software kein Geld dafür bekommen habe, sage ich ja, keine kommerzielle Nutzung, auf einmal geben die Leute mehr Geld. Das ist nicht ganz so einfach, der Zusammenhang. Die erste Frage ist dabei oft so, wer will denn schuld sein, wenn er kein Geld bekommt? Also wenn ich jetzt ein Problem mit meinem Computer habe, wer würde mir denn jetzt so helfen? Ich habe hier ein kleines Problem mit meinem X-Server, manchmal freest der. Wer hat Lust, mir nachher zu helfen? Also das ist ein echtes Problem, deswegen habe ich auch gerade den Computer von jemand anders, weil ich ein bisschen rumgespielt habe. Wer hat Lust, mir zu helfen? Okay, also hier gibt es schon mal... Okay, Bereitschaft ist da, Wissen vielleicht nicht ganz. Okay, jetzt mal angenommen, ich würde dafür 1000 Euro bezahlen, dass ihr mir heute das Problem behebt. Wer würde sich das auf jeden Fall mal angucken vielleicht? Okay, da haben wir ein paar mehr. Ja? Und bei manchen Sachen helfe ich Leuten noch, wenn die ein Problem haben. Wenn die meinen, dass sie mich nachts um 3 anrufen müssen mit ihrem Computerproblem, dann ist meine Bereitschaft zu helfen, ohne dass ich Geld dafür bekomme, sehr viel niedriger. Und der Preis ist auch etwas höher, wenn ich nachts um 3 angerufen werden darf, zu mittags um 12. Das finde ich angenehmer. Und das ist genauso, wenn man jemanden fragt, ja, kannst du mir hier helfen? Vielleicht, ich bräuchte die Funktion hier noch. Dann sagt vielleicht ein Freund oder eine Freundin von euch, wenn du mir nachher noch eine Pizza ausgibst, dann mache ich dir das kurz. Wenn der Freund mit seiner Firma ankommt, sagt, ich habe da bei der Firma das Problem, könntest du das machen? Ihr schaut euch das an und seht so, das dauert 4 Monate. Ich glaube, das sind die wenigsten bereit, das einfach kostenlos zu machen. So ist es eben auch bei freier Software. Generell, dass man jetzt nicht Leute hat, die einfach so zum Spaß monatelang ohne irgendwas zu bekommen arbeiten. Warum sollten sie auch? Deswegen ist die Aussage mal so, ja, man kann damit kein Geld verdienen. Leute haben immer Probleme mit Software. Die wollen immer nie alleine selbst schuld sein oder selbst die Probleme haben, sondern sind auch bei größeren Problemen gerne dafür bereit, Geld an andere dafür bezahlen. Auf jeden Fall, wenn die Probleme groß genug sind und die in einem kommerziellen Umfeld sind. Deswegen kann man mit freier Software auch Geld verdienen. Und um das nochmal etwas zu unterlegen, das jetzt hier Linux-Kernel, haben wir ja gesehen, ist ein relativ prominentes Beispiel freier Software. Das ist für den 4.2er-Kernel die Listung von welche Unternehmen damit gearbeitet haben. Einmal auf der einen Seite die prozentualen Anteile an den Änderungen, auf der anderen Seite Binds of Code, die geändert worden sind. Und das sind alles Unternehmen, die da mitmachen. Und das machen die nicht alle nur aus philanthropischen Gründen, dass sie dort mitentwickeln, sondern die verdienen damit Geld und die Entwickler von den Unternehmen, die bekommen Geld dafür, dass sie das machen. Und das ist auf LVN, gibt das immer wieder, wenn eine neue Kernel-Version rauskommt, machen die das. Und diese Zeile, das ist die Zeile 6,5% von Leuten, die kein Geld dafür bekommen, an dem Linux-Kernel was zu schreiben. Das ist in dem 4.2er etwas niedriger als sonst, also das ist gerade der Tiefstand gewesen. Das ist sonst ein bisschen höher, aber das ist die Anzahl von Leuten, die kein Geld dafür bekommen, dass sie diese freie Software schreiben. Und wenn man nochmal eine andere Zahl mit will, wo man das leicht entkräften kann,
wenn man 2012 eine Milliarde Euro Umsatz hat und man hat 2015 schon 1,7 Milliarden Euro Umsatz und das Geschäftsmodell geht primär um freie Software, wie jetzt das ist das Beispiel von Red Hat, dann denke ich, ist das Argument entkräftet, dass man mit freier Software kein Geld verdienen kann. Sondern es ist generell schwierig, mit Software Geld zu verdienen oder mit irgendwas Geld zu verdienen. Das hat aber nichts damit zu tun, unter welcher Lizenz das Ganze steht. Ja, das hört man auch immer wieder. Freie Software ist unsicherer als proprietäre Software. Manchmal hört man es auch andersrum. Freie Software ist sicherer als proprietäre Software. Stimmt auch nicht, weil man das nicht so generell sagen kann. Die Lizenz von der Software hat nichts mit der Sicherheit zu tun. Nehmen wir nochmal das Beispiel von vorhin. Die einzelnen Entwickler, wenn ich meine Software hier schreibe für meinen Computer und ich habe dort ein Problem gelöst, das ist freie Software, das ist wahrscheinlich auf meinem Computer auch noch okay für das, was ich mache. Wenn das jetzt sich irgendjemand in sein Produkt reinbaut, in ein Auto, dann sollte er sich das nochmal genauer anschauen, ob diese Software in diesem Produkt ein Sicherheitsproblem gibt. Weil das kann sein, dass die Software für den Zweck, für den die verwendet worden ist, alles vollkommen okay ist und überhaupt kein Problem für die Sicherheit darstellt oder das Sicherheitsrisiko so gering ist oder auch die Probleme, die entstehen könnten, mit denen kann man leben. In anderen Szenarien, wenn das dann in einem Atomkraftwerk läuft, dann ist das eine andere Sache. Aber das hat erstmal nichts mit der Lizenz zu tun. Ich könnte das genauso unter den proprietären Lizenz machen. Und die Argumentation in vielen von den Sicherheitsbereichen geht eher in die andere Richtung, dass man sagt, wenn man Transparenz schafft, was freie Software macht, man veröffentlicht das alles, jeder kann drauf gucken, wie das funktioniert, wenn man so möchte. Jeder kann jemand anders dafür bezahlen, dass er da drauf guckt und schaut, wie die funktioniert. Es wird nicht immer gemacht, aber man hat prinzipiell die Möglichkeit, dadurch die Software sicherer zu machen. Wird immer wieder wird der Heartbleed als Beispiel gebracht, freie Software sehr unsicher. Bei Heartbleed war es ja so, dass nicht die Vertreiber der Software direkt den Fehler gefunden haben, sondern eine Firma, die das eingesetzt haben, die auch Entwickler da drauf gesetzt haben, aber ohne das Einverständnis einholen zu müssen von den Hauptentwicklern, die das mal gestartet haben, die konnten den Fehler mitfinden und beheben. Das ist möglich bei freier Software. Das ist bei proprietärer Software schon schwieriger. Aber die generelle Aussage, dass das eine oder das andere sichere oder unsichere ist, das hat mit der Lizenz nichts zu tun. Das hat ganz andere Faktoren. Das hat was damit zu tun, wie professionell man das Ganze macht. Also ich denke mal, dass jemand, der gerade erst angefangen hat zu programmieren, wahrscheinlich mehr Fehler reinmacht, als jemand, der schon 30 Jahre Erfahrung hat. Jemand, der das die ganze Zeit in seinem Beruf macht und dort vielleicht auch noch Leute hat, die primär auf Sicherheit fokussiert sind und Schulung bekommt, der schreibt sicherere Software, wie jemand, der halt einfach nur mal so zum Spaß ein bisschen runterprogrammiert. Und das sind alles viele Aspekte, die mit Sicherheit zu tun haben, die aber nichts mit der Software-Lizenz zu tun haben. Das war früher mal so eine Angst bei den Unternehmen. Wenn ich freie Software ändere, dann muss ich alle meine Änderungen rausgeben. Teilweise ging es noch weiter, dann muss ich ja all meine Software anderen Leuten wieder veröffentlichen und das allen Leuten geben und dadurch auch ganz viel Geschäftsgeheimnisse offenbaren. Und das stimmt natürlich so nicht, weil das kommt wieder auf die unterschiedlichen Lizenzen an bei freier Software. Und eigentlich ist es auch immer nur so, dass es bei einer Weitergabe muss man diese Änderungen wieder anderen Leuten verfügbar machen. Also man kann das grob so einteilen bei den freien Software-Lizenzen. Man hat einmal die Copyleft-Lizenzen auf der linken Seite unten, also in der Mitte, das sind die Copyleft-Lizenzen und unten sind die Nicht-Copyleft-Lizenzen. Bei den Nicht-Copyleft-Lizenzen, also zum Beispiel die X11 oder modifizierte BSD, das sind Lizenzen, die sagen, du bekommst diese vier Freiheiten, du darfst die Software für jeden Zweck verwenden, du darfst sie verstehen, verbreiten und verbessern. Und danach kannst du eigentlich mehr oder weniger damit machen, was du willst. Da gibt es ein paar Einschränkungen, dass man den Autor noch nennen muss. Aber ansonsten, man kann das nehmen und kann die Software auch proprietär machen. Deswegen könnt ihr Leuten sagen, so guckt mal auf euer iPhone unter Einstellungen, Lizenzen und dann stehen dort auch freie Software-Lizenzen drin. Und das ist vollkommen okay mit der Lizenz, dass man das macht. Apple hat das gemacht, Microsoft hat das mit dem Netzwerk-Stack mal gemacht. Das ist vollkommen okay. Man kann die Software nehmen, man kann die einbauen, man kann die verändern, man muss niemandem irgendwelche Änderungen geben. Und auch bei den Copyleft-Lizenzen ist es so, dass diese vier Freiheiten, das sind keine Pflichten. Das heißt, ich darf die Software verändern, ich muss sie nicht verändern. Ich muss sie auch nicht weiter verbreiten.
Das muss ich alles nicht. Wenn ich eine Software nehme unter der GNU GPL, kann ich die abändern, kann die bei mir benutzen, privat, kann die in meiner Firma benutzen. Ich muss die niemand anderen verfügbar machen. Erst, wenn ich die Software weitergebe, also wenn ich das zum Beispiel die Binärdateien auf meiner Webseite verbreite oder ich baue die Software in ein Produkt ein, zum Beispiel in einen WLAN-Router, ab dem Zeitpunkt greift diese Funktion der GNU GPL als Copyleft-Lizenz hier, die sagt, wenn du das weitergibst, musst du anderen Leuten den Quellcode auch wieder verfügbar machen. Entweder direkt mitgeben oder denen die Möglichkeit geben, den von dir anzufordern. Deswegen, man muss das nicht allen verfügbar machen, nur wenn man es weitergibt, gibt es Lizenzen bei freier Software, die Copyleft-Lizenzen, die das eventuell von einem verlangen, dass man das tut. Dann noch, auch sehr häufig, freie Software, das bringt mir doch alles nichts, wenn ich nicht programmieren kann. Wer von euch denkt denn, dass Pressefreiheit wichtig ist von der Gesellschaft? Okay, wem gehört eine Zeitung? Wer von euch hat schon mal für eine Zeitung geschrieben? Leserbrief zählt auch, können wir alles mit reinnehmen. Okay, und genauso ist es eigentlich bei freier Software auch. Wir alle profitieren von Pressefreiheit, ja? Auch wenn wir selbst keine Zeitung haben, wenn wir selbst keine Artikel jemals geschrieben haben, selbst wenn wir keine Leserbriefe schreiben, selbst wenn wir so weit gehen und sagen, wir können nicht lesen und schreiben, würden aber trotzdem in der Gesellschaft leben, ist es hilfreich für mich immer noch, dass es eine Pressefreiheit gibt und dass andere Menschen Artikel dort schreiben können, dass andere Menschen, die lesen können, diese Artikel lesen können, sich ihre eigene Meinung bilden können. Und das ist unabhängig davon, ob ich selbst da direkt mitmachen kann, aktiv mit Schreiben, ob ich mitmachen kann mit Lesen. Und bei freier Software ist es genau das Gleiche. Freie Software, davon profitieren alle Menschen in der Gesellschaft, egal ob das jetzt Programmierer sind oder nicht Programmierer, selbst wenn man sie nicht benutzt, hat man Vorteile davon, dass es diese freie Software gibt. Ist für mich die schnellste Möglichkeit gewesen, so dieses Argument zu entkräften, und daher nehme ich das immer gerne rein. Jetzt würde ich gerne von euch noch hören, was denn so eure Erfahrungen sind, ob ich noch so Missverständnisse, ob ihr die noch welche habt, die ganz, ganz häufig bei euch auftreten, die ich jetzt hier nicht mit drin hatte. Oder ob ihr sagt, so, ich habe aber hier zu einem von den Missverständnissen noch eine Antwort, die ist nochmal viel, viel knackiger, viel, viel kürzer, viel, viel besser als das, was du gerade gesagt hast. Und das will ich allen anderen Leuten ja auch mitteilen, da stoppen wir dann, das gibt dann 20 Sekunden für eine bessere Antwort als die, die ich gegeben habe. Genau, ja, was nichts kostet, taugt nichts. Okay, also mein Argument wäre, freie Software wird oft kostenlos benutzt, also kann man oft kostenlos erhalten. Aber wenn wir uns mal Unternehmen angucken, die freie Software einsetzen, dann würde ich fragen, so, ob die jetzt was einsetzen, was nichts taugt. Und da kannst du dir eigentlich im DAX die Unternehmen angucken, die alle freie Software verwenden. Oder du kannst die großen amerikanischen Unternehmen angucken. Facebook, Amazon, Google, Apple, Microsoft. Und da kannst du weitermachen. Und dann fragst du, okay, glaubst du, dass die Unternehmen alle Software benutzen, die nichts taugt? Das wäre meine kurze Antwort. Die Frage war, also dass ein Argument kommt, wir müssen in der Schule, können wir keine freie Software einsetzen, wir müssen dort Software einsetzen, die später von den Betrieben und von der Wirtschaft auch gefordert wird, ja, und die einsetzen. Meine erste Antwort, ist es denn die Aufgabe der Schule, die Leute wirklich rein auf das vorzubereiten, was nachher in der Wirtschaft gebraucht wird? Ist das das einzige Ziel? Dann glaube ich, müssen wir andere Lehrpläne auch noch ein bisschen umändern. Warum braucht man Physik? Dann können wir doch gleich lernen, wie wechselt man eine Birne aus, und das reicht dann aber auch. Das ist die erste Frage. Ich denke, darum geht es nicht in Bildung. Man will Grundlagen vermitteln, die Menschen darin befähigen, dass sie später Probleme selbst lösen können und gut vorbereitet sind für Geschäftsleben, aber auch sonst in der Gesellschaft. Das nächste Frage wäre von mir, wer von euch hat denn in der Schule ein Produkt gelernt, mit einem Produkt umgegangen, was er später, also oder jetzt noch in seinem Berufsleben benutzt? Also wir hatten damals irgendwie so Works, irgend so ein DOS, was dort rumstand. Wir hatten auch noch C64 dort und mussten Basic lernen. Ich meine, das war auch proprietär, aber hat mich jetzt, also ich habe dadurch Programmieren gelernt. Aber es geht eben nicht darum, dass ich jetzt gelernt habe, Programmieren auf dem C64, sondern ich habe etwas gelernt, was mir später geholfen hat, die Probleme besser zu verstehen. Und ich glaube, wenn man Tabellenkalkulation als generelles Überthema lernt, ob das dann nachher ein LibreOffice Calc ist oder ein Google Docs, da weiß ich gerade gar nicht, wie das heißt, oder Microsoft Excel,
Das ist dann nachher was, das lernt man ja innerhalb kurzer Zeit, wie das funktioniert. Und natürlich, umso komplexer so eine Software ist, umso länger braucht man dafür. Aber wenn man Grundlagen lernt, was man in der Schule lernen sollte und Prinzipien lernt, dann ist, was für eine Software man genau benutzt, eigentlich nicht ganz so wichtig. Wobei, da eben die nächste Antwort bei mir wäre, bei freier Software, wenn man das in der Schule lernt, setzt man keine künstlichen Grenzen. Das heißt, man gibt die Software den Schülern und die können damit machen, was sie wollen. Die können das weitergeben, die können, haben die ganzen Rechte. Niemand wird eingeschränkt und irgendwie benachteiligt aufgrund von finanziellen Möglichkeiten. Und niemand wird daran gehindert, wenn man denn so möchte, diese Software 100% zu verstehen. Natürlich, ich denke, das macht fast kein Schüler, dass er dann sich den Linux-Kernel anguckt. Aber wenn jemand will, dann kann man sich kleinere Programme anschauen, kann die durchlesen, kann die abändern. Und da ist kein Lehrer oder kein Unternehmen, was den Schülern sagt, bis hierhin und nicht weiter. Das darfst du nicht lernen. Und ich denke, das ist eine gefährliche Sache für unsere Gesellschaft, dass wir das schon beschränken, bis wohin Schüler denken. Und für die Wirtschaft, was wir eigentlich brauchen, sind Leute, die nicht sich einschränken lassen, sondern die weiterdenken, die experimentieren, die Sachen nehmen, kaputt machen, abändern, es funktioniert nicht, abändern, funktioniert immer noch nicht, abändern, ganz schlimm, und dann abändern, oh, das ist auf einmal besser. Das wären die drei Aspekte. Ja. Es ist natürlich schwer für Schulen, auch mit dem Budget, was sie haben, da auf einmal irgendwie zu wechseln und Migration zu machen und was anderes einzusetzen. Und dann ist es halt so, dass man die Software auch noch oft geschenkt bekommt von proprietären Anbietern. Und teilweise auch, bei meiner Schule war das damals sogar noch, da haben Lehrer Laptops, schöne ThinkPads bekommen mit proprietärer Software drauf. Und wenn die dann nachher einen Excel, Word, PowerPoint-Kurs absolviert hatten und die Prüfung bestanden haben, durften sie den behalten. Also da gibt es schon Sachen, die natürlich mit sehr viel Geld machen können, damit das auch dort verwendet wird. Und es ist nochmal ein größeres Thema, wie bringen wir freie Software in Schulen? Wie bekommen wir das hin, dass Schulen da auch die finanziellen Möglichkeiten haben, Änderungen zu machen, dass sie die Zeit haben, sich mit neuen Systemen zu beschäftigen? Oder zumindest, dass es so ist, dass Schüler nicht gezwungen werden, das Gleiche zu benutzen, was die Schule benutzt. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Also wenn die Schule sagt, wir wollen hier aber alles von Microsoft oder wir wollen hier alles von Google, dass dann trotzdem die Schüler zu Hause mit einer anderen Software arbeiten können und das in einem offenen Format mitbringen dürfen und dass das genauso akzeptiert wird, ob das an der Schule ist oder an der Uni ist, dass ich nicht zu Hause genau das Gleiche nutzen muss, was die Schule oder die Universität mir vorgibt. Das wäre schon ein großer Schritt dort. Das andere ist nochmal ein größerer Schritt. Es ging generell nochmal kurz so um freie Software in Unis und es gab eine Frage noch drin beim Kommentar, da ging es, dass es gut wäre, wenn man so Ideen hätte, was man denn mit freie Softwareprojekte, was man jetzt starten könnte als Arbeiten an der Universität. Und ich bin mir jetzt nicht 100% sicher mit dem Namen, aber ich meine, es gibt was, das heißt OpenHedge. Das ist so eine Wiki-Seite, auf der gesammelt ist von unterschiedlichen Projekten. Der Stefano Zaccarolli hat da viel dran gearbeitet. Und da ist so eine Auflistung und Verweise auf unterschiedliche freie Software-Initiativen, unterschiedliche Projekte, die Seiten haben für Einsteiger, die bei den Projekten mitmachen wollen, bei denen kleinere Tasks, also kleinere Aufgaben abfallen. Was mir noch wichtig ist, wir hatten ja als letztes Beispiel noch das mit der Pressefreiheit. Und es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen auf der Welt, die nicht von sowas wie Pressefreiheit, Rede-, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und anderen Freiheiten profitieren. Die müssen dafür jeden Tag noch arbeiten. Und wenn sie die einmal haben oder wenn man die als Gesellschaft einmal hat, dann hört es da nicht auf. Dann muss man da immer wieder weiter dafür kämpfen, dass man diese Freiheiten weiter hat. Und es gibt Momente, da muss man neue Freiheiten einführen, damit man die anderen Freiheiten weiter verteidigen kann. Und dadurch, dass heutzutage überall Computer sind und überall Technik sind, ist es notwendig, dass wir auch Softwarefreiheit haben, um auch solche andere Freiheiten wie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit weiter zu bewahren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir alle zusammen weiter arbeiten, jeder seinen kleinen Teil dazu beiträgt, dass wir in dem langen Weg, wie andere mehrere Jahrzehnte für Pressefreiheit gearbeitet haben, dass wir dafür auch weiterarbeiten, dass es in ein paar Jahren ganz normal auch ist, dass es sowas wie Softwarefreiheit gibt. Von daher, vielen lieben Dank an euch, bei denen das viele schon machen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht, dass ihr in Zukunft so ein paar so Missverständnisse besser erklären könnt und die Leute besser freie Software verstehen können. Dankeschön. Kurz noch als Ankündigung, heute um 14 Uhr ist ein Vortrag in V6 von Max Mehl, dem Deutschlandkoordinator der FSFE, über den Routerzwang und warum das wichtig ist, dass wir Geräte selbst auswählen können und da freie Software drauf installieren können.